Jetzt bitte ich Karl auf die Bühne für sein Projekt Mirror Swatch VR, also VR Virtual Reality. Ja, und Karl ist sehr geübt in den Feinheiten der 3D-Programmierung und lässt sich auch nicht verunsichern, wenn plötzlich Objekte in der Wand verschwinden und wieder auftauchen, und das macht ihm überhaupt nichts aus. Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Karl. Ich bin 12 Jahre alt, und nochmal wichtig, damit ich nicht irgendwelche Lizenzen halt verletze, im Spiel sind Sounds eingebaut, die von Salami Sound unter anderem kommen. Und programmiert habe ich mit der VR natürlich und mit der Unreal Engine. Und im Spiel geht es darum, dass man auf Dächern ist und einen Parcours macht, wie bei Mirror's Edge, bloß auf diesem Weg muss man Fässer einsammeln, die giftige Schädstoffe gegenüber Bienen haben. Und desto mehr man von denen sammelt, desto grüner wird die Landschaft. Also hat man selber die Wahl, ob man grün sein will, die Landschaft grün haben will, oder ob man einfach böse ist, an dem vorbeiläuft und das Spiel zerstört. Nein, das bitte weg. Also jetzt wollte ich gerne Ausschnitte aus dem Gameplay und aus dem Spiel halt zeigen. Der Sound ist aus wessen Grund auch immer nicht verfügbar. Trotz allem, so würde es aussehen, wenn man die VR auf hat. Da sieht man schon, der Sound funktioniert nicht. Allerdings mit der Virtual Reality. Dafür muss man nochmal aufpassen, dass man nicht zu lange spielt, weil sonst wird ein Übel, weil man einfach eine Steuerung hat, die dafür sorgt, dass man zum Teil mit dem Controller größtenteils steuert und die Kamera eigentlich nur so zum Spaß nutzen kann. Und mal schauen, ich weiß nicht genau, wer das hier gerade war, auf jeden Fall mal schauen, ob es diese Person schafft durch das erste Level. Ja. Ach ja, die Sprünge sind ziemlich schwer, von daher, man muss wirklich einige Pausen machen, wenn man es durchspielen will. Ist die Person durchs erste Level geschafft und das zweite Level wurde geladen. Und nun ja, dieses Spiel ist, wie schon gesagt, von Unreal. Es ist noch in der Beta, von daher, es ist nicht wirklich funktionsfähig, so dass man auch ab und zu mal vielleicht in die Wand aus Versehen guckt mit der Oculus Rift. Ja. Schön. Jetzt kommt. Jetzt noch die Frage, ob jemand Fragen hat. Kann ich eine Aussage machen? Also ich kann sehr wohl bestätigen, Spiel macht jetzt schon Spaß, aber auf Dauer, wenn man Höhenangst hat, ist es nicht für einen. Dann war es das mit meinem Vortrag.
wollte Alex noch auf die Bühne kommen, Karl? Ja. Und Alex, dass ihr jetzt noch macht, erkläre ich mal kurz, warum Alex jetzt noch dazugekommen ist. Und zwar hatten wir eigentlich als erstes zusammen eine Gruppe und wir wollten ein altes Retro-Spiel verneuern, so dass es halt nicht in Vergessenheit gerät. Allerdings stellte sich raus, dass dieses Programm sich nicht auf anderen PCs abspielen lassen hat, außer auf sein. Außerdem hatten wir das Problem, dass wir nicht wirklich ein Prinzip, also keinen richtigen Code machen konnten. Und ja, wieder mal zu Podcollen und so weiter. Muss sagen, das Lied ist von YouTube, Korobelinski, kenne vielleicht einige von euch, andere vielleicht nicht. Muss ich sagen, Spiel kennen, schätze ich, alle. Die Ghosts arbeiten nicht, Packdots arbeiten auch nicht, das war, wieso wir es nicht hochgeladen haben. Wo ist das Lied? Wenn ihr ja, doch daran arbeiten würdet, könnten wir weitermachen. Fragen dazu? Pac-Man in 3D. Super, vielen lieben Dank.